Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ein Hallo nochmal, ne? Ja, weiterhin wird fleißig verkauft, und zwar Milch und Heu an den globalen Markt. Heu aus dem Lager und Milch halt vom Kuhstall, ne? Ich habe den Nachbarn ein bisschen bespult, schnell davor. Hab nebenbei ein bisschen händisch das Holz umgelagert beim Sägewerk, das ein bisschen was produziert, um was verkaufen zu können. Ob die Tiere was brauchen. Milchhof reicht noch. Das reicht heute noch aus. War das okay. Milch, wie gesagt, haben wir. Oh, wir haben mehr Kühe gekriegt. Gewaltig mehr. Aber gut, wir haben jetzt immer noch 400.000 Liter Milch. Ja, gut. Da können wir den ganzen See füllen. Wir werden mal ein bisschen Hacken zu machen. Das nützt ja all nichts. Das bleibt mehr da. Wir brauchen das ja auch. Muss man dazu sagen, ne? Also nicht, dass wir das unbedingt jetzt machen wollen, aber ich brauche für die Papierfabrik viel Hack dazu. Und wir haben in der Marsch nichts. Und wäre ja blöd, wenn wir da extra was machen würden, wenn wir hier das Holz ja haben. Ne? Da ist ja aktuell keiner. Müsste Toilette erstmal bald kaufen. Und dafür habe ich da kein Geld. Beziehungsweise andere Sachen, wo ich ausgeben möchte. Ne? Da wird gerade eine Brücke gebaut. Die sollte jetzt reichen, das ganze Material dafür. Nur Zement muss man halt noch herstellen. Das ist halt noch in Arbeit. Und nach hängen wir hier auch fertig. Luftkopfbekämpfung muss ich da machen, das muss ich hier nicht machen muss, ne? Ach, das ist drin, den Scheiß. Können wir mal später machen, wenn wir hinten keinen Hänger dran haben. Ich muss den richtigen Punkt erwischen, das ist irgendwie ganz schwierig. Könnte man Harvester eigentlich im Prinzip alle Bäume fällen, ohne dass ich da jetzt eine lange. Geht ja schneller, ne? Na, geht doch. Und nicht gleich so. Man muss nur nicht zu weit fahren. Doch weg machen, ne? Ich will schon mal den ersten Baum wieder festhängen. Gehen wir hier die Reihe hoch. Oh, ein Hänger voll. Bisschen muss noch weg. Gibt's doch gar nicht. Alles weg? Sieht so aus. Auch eine kräftige Kupplung hier, ne? Würde ich mir schwer vorstellen. Ich komme tiefer. Liegt daran, dass wir vielleicht bergauf fahren.
Ah doch, geht weg. Muss deswegen weg, weil nicht nur wegen der wegen ordentlich arbeiten, ne? Aber hauptsächlich deswegen, weil wir im Prinzip hier nachher auch festhacken könnten, ne? Ja, mit Hacker ist nicht ganz so dramatisch. Aber da wieder wegzukommen ist nicht einfach. Und festhängen. Muss einfach voll sein normalerweise. Du willst auch einen Hänger rauf, ne? Du hast mindestens ein Vorratslager hier vom Rohr. Wir müssen wieder ansetzen, vielleicht das. %, einen Baum kriegen wir noch, einen haben wir noch. Nicht noch zu tun. Gut, 100%. Haben wir bestimmt wieder verschenkt, aber gut, egal. Bevor ich hier ganz leer losfahre, ne, also Luft drin habe. Ist der Waldboden jetzt nass oder was? Kann ich nur zurückfahren und mehr rumkommen hier. Bergab fahren wieder. So seitlich ein bisschen. Dann geht's. Ja, der Hänger hat schon Gewicht, ne? Also mit den ganzen so, fast 40 Tonnen, ne? Umfeld nach hinten Anhänger, sonst können wir lange warten, bis er es anzeigt. Jetzt können wir gleich mal das Heu. Ja, wird man machen, ne? Heu. Wieder Mischfutter verfahren, ne? Ein bisschen Mischfutter hierher. Ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und die dritte Ladung, glaube ich, macht zusammen über 54.000. Da kommen wir schon eine Weile mit hin. Da können wir schon einmal einen LKW fahren lassen, einen Traktor fahren lassen und normal mit Hacke zu. Geht es auch noch vorwärts. Dann kann der fahren, dann kann der andere mit Milch fahren. Und wir können auch Heu da ans Lager fahren lassen. Oder drin lassen und Mischfutter verarbeiten. Mal sehen. Das Gerät stellen wir hier ab. Das brauchen wir nicht. So, jetzt holen wir ein bisschen Mischfutter. Und da können wir sehen, was auch noch Heu fehlt. So, dass wir die Silage da für Arbeit kriegen, ne? Darum geht's. Stroh ein bisschen übrig bleibt. Das wäre nicht so dramatisch. Aber die Silage soll weg. Gucken wir gleich. Müsste auch nicht voll sein. Über Nacht zu schnell produziert, also Zeit laufen lassen.
Ich dachte, wäre voll. Hoi. Aber ein bisschen mehr wie Silage. Trotzdem, da könnte man noch was reinbringen. Können wir machen. Wie gesagt, für Outrive ist ungünstig gebaut, ne? Also so eine Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, können wir ja später mal hoffen mal davon lernen, ne? Dass wir im Prinzip das Ding mehr in der Mitte bringen und dass wir von beiden Seiten vorbeifahren können und entsprechend aufladen können. Ne? Wäre ja blöd, wenn wir das nicht machen würden, ne? Kühe haben wir auch entsprechend. Das ist ganz gut gefüllt. Müsste auch noch weggefahren werden, aber gut. Ja. Wir fahren mal ein, zwei Fuhren Heu. Und dann nehmen wir Mist. Stau. Aber wenn man froh ist, so ein Ding gibt wie Outrive, da bin ich anfangs war ich skeptisch. Also da war ich nicht von begeistert, in Anführungszeichen. Weil der Aufwand ist doch ganz schön groß, wenn man zum Beispiel auf eine einfahren will. Ne? Das warten wir jetzt hier. Aber die Vorteile, die über Kursplay ist, egal was du eingefahren hast, du kannst von allen entsprechend nutzen. Ne? Könnt ihr jetzt auch verkaufen und ein Verkaufsstation anbringen, wenn angefahren ist, ne? Also wenn eingefahren ist. Oder später umgekehrt von da nach da. Das ist alles dann noch machbar, ne? Also ohne groß extra einfahren zu müssen. Das ist der große Vorteil. Alle. Über zu Heu. Wir müssen gleich von der anderen Seite nehmen. Dann stehen wir nur im Wege. Beziehungsweise und kommen nicht weg, weil da genau ja, entgegenkommt. Ne? Ja, das ist nicht unser Rohr, ne? Bisschen Heu haben wir noch. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, da liegt es nicht gut. Anführungszeichen. Das ist schlecht. Oh Mann. Da wird der eher wieder zum Winter trocken. Ach, nee. Wie soll ich da den Meister abernten noch? Biomod rausnehmen. Aber ist auch nicht gut. Ist auch nicht die Lösung. Äußerst negativ. Wie gesagt, muss man halt Silage halt umlagern von dem Verbretter und dann noch einen zweiten aufbauen. Und das reicht nämlich nicht aus. Der verarbeitet doch dann gar nicht. Und da können wir Silage im globalen Markt fahren. Oder erstmal, das Lager geht auch. Silage ist gut. Wechselgut. Aber wie gesagt, ich brauche das ja als Silage, ne? Ein Silo wird nicht fahren, das ist zu aufwendig. Zumal das Silo verpackt ist. Verpackt, das ist nicht gut. Das verschenkt mir so viel oder müssen mühsam das entsprechend wieder rausholen.
auch noch gemacht werden irgendwie. Mal schauen wann. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Schon schön, danke fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Ja, wir freuen über ein Like oder ein kleines Kommentärchen. Und wie es heißt, ne? Ein Hallo genügt schon. In Anführungszeichen. Geht darum, um den Algorithmus bei YouTube ein bisschen was zu zeigen. Ne? Darum geht's. Dass Prinzip mein Kanal anderen Leuten mehr vorgeschlagen wird. Das kann ich in der Statistik bei mir sehen. Das ist zurzeit immer leicht konstant auf niedrigem Niveau. Ne? Bleibt mal ganz vorsichtig bei 200 Vorschlägen pro Tag. Wenn es mehr sind, also man wird mehr geschaut und dann wird auch der Kanal auch dann entsprechend mehr wachsen können. Denke ich mal. Ob das so ist, ich weiß halt nicht genau, aber man muss halt probieren. Ne? Und ich muss sehen, ob das klappt. Möchte ja weiterkommen hier, ne, im Kanal mäßig, ne? So, wieder Heu holen. Ach, Silage mal holen. Noch eine Silage. Wir können ja mal Silage rausholen. Das muss ja auch verarbeitet werden. Wahnsinn. Aber das könnte man nicht rein, Mischbatterie. Das machen wir gleich ganz global mal. Oder in die BGH. Das BGH zahlt ja auch so schlecht, ne? Das schöne Grasvillage, ne? Gut, das bei der LS, glaube ich, egal. Ne? Oh, ja. Hatte ich schon Tschüss gesagt? So, die Schauer, ist dann auch heute vorbei. Tschüss und ciao, ciao. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Und morgen geht's weiter hier in Thüringen. Hoffentlich lässt der Regen bald nach. Tschüss.